Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Rollpe. Und mein Name ist Metro Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Ja. Zug Nummer 13, das ist meine Glückszahl. So, lass mich mal kurz, das wird nichts bringen. Boink. Na oben. Etwas probieren für die Dschungeltour. Ja, gib mir mal einen Springbomber. Ja, genau das. Dann Dreier Dingen. Ein Dreier. Ich nehme Flotten Dreier. Ja, ich nehme Flotten Dreier. Aber damit bist du jetzt auf dem dritten Platz. Was soll's? Oh nein, ihr könnt mich eh nicht mehr besiegen. Gib mir deine Sterne ab. Nein. Na, schon wieder rot. Los Mario, und den Geist ein. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt stehe. Stehe ich überhaupt? Ach so, ah, genau, ich stehe da oben. Ja, dann sind wir irgendwas zu machen. Durch eine kleine Zahlwürfel. Ja, sind wir in ein Team. Ach komm schon, wir sind doch die Superbrüder. Okay, nicht in dem Spiel, sind wir eher super Feinde, ne? Er setzt ein Dreierding ein. Er setzt die Flotten Dreier ein. Was bringt ihm das? Dass er drei Würfel kriegt. Ja, das weiß ich, aber was bringt ihm das im Moment? Eigentlich so gut wie gar nichts. Da kommt er bestimmt an den Stern ran. Was macht er denn jetzt? Zwar nicht mehr, wo der Stern ist, in der Mitte, ne? Ja, okay, er muss nach rechts wahrscheinlich. Das kann sein. Er hat schon wieder ein Dreier-Dingen. Aha. Jetzt geht er wieder nach links. Ne, jetzt geht er nach rechts. War da oben nicht der Stern? Den habe ich schon beim letzten Mal eingesammelt. Ja, der kommt echt an den Stern ran, ne? Wer hat das gedacht? Nein. 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 Take that, losers. Ein Stern. Ihr habt jetzt alle einen Stern und ich habe fünf. Ja, wer wird wohl gewinnen? Die Spannung. Oh mein Gott. Ich bin zuerst da. Ne, bin ich. Der Stern gehört mir. Ich habe ihn zuerst gesehen. Wo stehst du überhaupt? Ich stehe oben. Oh, nee, wir machen ein Kampfspiel. Abgelehnt. Zeit für ein Kampfspiel! Ich fress eure Seele. 10 Münzen, wie lame! Irgendwie wie die Sims-Sprache. Nein, nicht das Spiel! Das ist ein fucking Glücksspiel. Oh, sehr gut. Das finde ich nicht schön. Ich weiß noch, wie das letzte Spiel hat so war ausgegangen ist bei WarioWare. Okay. Ja, okay. Steuerung brauchen wir nicht, ne? Du musst A und B gleichzeitig drücken. Um ein Seil zu zerschneiden. Okay. Warum müssen wir überhaupt da oben machen? Das ist doch fucking lebensgefährlich. Wer fängt überhaupt an? Du fängst an. Okay. Dann schneide mal ein Seil durch. Du bist nicht im Bild. Ich nehme das hier. Ah. Hier war nochmal Glück ist mit den Doofen. Ich will das nicht. Komm, Wario, du verlierst doch so gern. Ja, ich bin nicht letzter. Jetzt bin ich dran. Was soll ich nehmen? Oh nein, was soll ich nur tun?
Und ja. Ja! Ah, okay. Wenn ich mir den Winkel der Sterne ansehe und meine Siegeschancen, dann würde ich sagen, der ja. Ah. Was für ein Prinzip gehst du? Ich will die grüne Schere haben, ey. Das gibt's doch nicht! Aber ich, das ist nicht euer Ernst! Es hatte 50-50 Chance, glaube ich. Können ja, glaube ich, nur zwei sein. Nein! Da fliegt er. Los, ich will Erster werden, komm. Hast du gerade Luigi gesagt? Nein. Ich nehme den, ja. Schnipp. Oh, Kacke, 50-50, ey. Ja, toll. So, Tor hat falsche, ja. Na los, komm. Komm, komm. Komm mit mir, Bro. Ja. Oh, sehr schön. Das ist ein Kack Glücksspiel. Ich glaube, bei diesem Spiel gewinne ich immer. Ausgezeichnet. Komm, jedes Spiel machen wir das jetzt. Bullshit. Dann verliere ich ja nur noch. Das finde ich nicht fair. Jetzt habe ich wieder die meisten Münzen. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Okay. Da stehe ich. Ja. Machen wir mal den, ja. Du bist so ein Ekliger. Willst du eigentlich? Du hast 5 Sterne. Ich will meinen 6. haben. Den kriegst du aber nicht. Doch. Nein. Ich habe Frauen und Kinder, ich muss die ernähren. Du hast keine Frauen und Kinder. Ja. Da komme ich doch locker rein. Geh weg. Hi. Und geh Kegel. Weg. Kegelbonbon. Geh weg. Ah. Oh. Oh. Scheiße. Ein Stern. Nein. Ja, geh auf dein. Nein. 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 Mehr. So, zweiter Platz. Mehr will ich nicht. Ich spiele mal noch ein Spiel, wo es um Sterne geht und dann gewinne ich. Ja. Okay, wo ist der nächste? Oh, so weit weg. Oh, seht mal da unten. Oh, verdammt, ich bin auf der Fragezeichen. Mario Anzug. Oh, der ist da in der Nähe. Springbonbon. Oh. Der ist kurz davor. Yes, den kann ich, den krieg ich nicht mehr. Was wirfst du denn weg? Was süß Maul. Wahrscheinlich ist der Buu gestorben wegen zu viel. Diabetes oder so, der will keine Bombe. Oh. Oh nice, hi. What? Und sie wurde ein Süßmaul abgenommen. Oh nein. Das ist ein fairer Preis für ein Süßmaul, oder? Bitte sehr. Danke. What? Wie gut, dass er mir nicht mein Schneidbonbon abgenommen hat. Was oh nein! Oh nein! Oh nein! Was wird denn tun? Verdammt, so hat er sich das letzte, den letzten Stern auch geholt, ey. Aber er hat keine Münzen. Stimmt. Ist ein oh nein! Was wird er jetzt tun? Oh Gott. Ich muss schon sagen, wenn er schon wieder einen Dreierbonbon kriegt, ne? Dann fühlt sich doch gerade leicht verarscht von dem Spiel, ne? Ja. Ja, viel Spaß. Seht ihr gerade, außer Mario und ich, habt ihr beide 3 Bonbons. So, oder? No! Oh, ich glaube, wir müssen mal im Kreis am besten. Der wird sich schon wieder anbauen. Er ist voll. Das ist wieder ein Dreier, ey. Er ist voll der Gierige, ne? Ist noch der weg? Gut, was? Ah, ja.
Er hat einen Dremmerbonbon mitgeworfen, um einen Dremmerbonbon zu erhalten. Makes sense. Ne? Ja. Logik. Logik. Logik ist Bullcrap. Alle gegen alle. Was haben wir als nächstes? Gabapanik. Also schon wieder treten oder was? Nee, diesmal nur ausweichen. Oh nein! Nicht die Lava-Panik! Gehe den Hotheads für 30 Sekunden aus dem Weg. Je mehr Zeit verschickt, desto mehr Hotheads kommen auf dich zu. Willst du von der Plattform, hast du verloren, dann bist du scheiße. Verstehst du das? Ja. Komm, lass uns zu einem Vulkan gehen. Der jetzt gerade ausbricht. Oh nein! Wir müssen wegrennen. Ich dachte, wir müssen auf so eine Plattform oder so gehen. Nein, kommt der jetzt. Ja. Hier sind wir nicht gerade sicher. Ich hab voll Blut. Ich laufe in Augen. Aua, was soll das? Komm, stirb doch bitte. Aha. Danke. Und der Dicke, der ist als letzter übrig hier, Wario. Ja. Und seine Ausweichmoves hier einsetzen, ne? Na, wie viele Runden ist das jetzt? Die 15. Ja. Nein. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt kommen die letzten 5 Runden. Oh mein Gott. Wer hat das gedacht? 15 bis 20 sind 5. Noch 5 Runden. So, jetzt kommt meine große Aufholjagd. Soll ich in jeder Runde einen Stern holen, dann gewinne ich. An alle Favoriten, an alle Außenseiter. Jetzt wird ja alles ein wenig durcheinander gewirbelt. Ein Moment Pause, bitte. Es sind nur noch 5 Runden zu spielen. Ein Blick auf den Punktstand gefällig. Ja. Huhu, führt das Feld an. Yoshi ist momentan auf dem 2. Platz. Auf dem 3. Platz Mario. Hier mit dem, und auf dem 4. Platz Mario. So. Die letzten 5 Runden beginnen. Noch ist also auch ein besonderes, weil es jetzt Zeit ist für Wohltaten. Oh, ich liebe Wohltaten, die auf mich gerichtet sind. Können Verlierer zu Gewinnern werden? Das werden wir jetzt herausfinden. Der Spieler auf dem letzten Platz erhält ein Duellbonbon. Reicht das, um aufzuholen, Mario? Nee. Vor allen Dingen, weil der schon 3 Bonbons hat. Duellbonbon halten. Duellbonbon weggeworfen. Man hätte das gemacht. Auch halbiert wahrscheinlich, ne? Ja. So, und jetzt will ich euch dem Geld hinterher rennen sehen. Auf jedes Set legen wir eine Münze auf die roten Felder Münzsäcke. Können die Sterne irgendwo hinlegen? Nee. Ui, mir ist ganz schwindelig, also holt euch die Bonusmünzen. Jetzt sieht das Spiel doch schon ganz anders aus. Ja, bin ich. In diesen letzten 5 Runden ist alles noch offen. Ich fresse eure Träume. Okay, du bist am Zug. Okay. Wo ich bin. Oh, verdammt, Mike. So, ich möchte nicht auf dich landen, wenn es geht. Komm zu mir. Ich möchte nicht bei dir landen. Warum denn nicht? Sehr gut. Diese Pose. Ich wäre lieber auf Mario gelandet, aber okay. Ja, von daher reicht das Ding nicht. Set Pose, ey. Nein. Das ist zu wenig, glaube ich. Du musst nach unten. Ja, ich weiß. Ich gucke. Auf dem Browserfeld landen. 1, 2, 3. Zählt das auch als Feld? Ja, ne? Nein. 1, 2, 3. Ich habe nur 3 übrig, ne? Ja. Dann gehe ich nach oben. Dann gehe ich eben nicht. Dann gehe ich dann rüber.
Weg mit dem Dreck. Du kannst mit Hilfe des Duellblumens auch Sterne ergattern. Ja, das sagst du mir jetzt erst. Du wolltest dich niemals duellieren. Ja, ich sag, man kriegt nur Münzen davon. Warum sitzt der Kegel-Ding ein? Keine Ahnung. Wow! Ja, oh, ich schon, schon längst hier auf Mario. Mal, ich hätte das sogar noch erreichen können. Jetzt weiß ich ja alles Bescheid. Ja, super. Deswegen falle ich also. Nur deswegen. Nur deswegen, nicht irgendwas anderes. Oh. Oh, ich muss jetzt auch mal einkaufen gehen. Oh, was gibt's denn so? Oh. Meine Lieblingsbonbons, die blauen. Oh, ein Dualbonbon kann man auch verlieren, ne? Ich weiß. Oh, geil. Von einem Fahrzeichenfeld zum nächsten. Jetzt geht's ab durch die Dusselrinne. So gelangst du schnell nach unten und kasteln und kassierst dabei vielleicht sogar Münzen. Hui. Vielleicht garantiert, ne? Ist das euer fucking Ernst? Wieso, was willst du? Du hast doch Münzen bekommen. Das waren 5 Münzen, das war ja nix! Ja, 54. Mario holt sich jetzt hin, der holt sich jetzt noch einen Stern wahrscheinlich von Mario. Na, Mario holt sich einen Stern. Was passiert gerade? Das war der 1 Würfel. Ja. Was? Der Würfel zweimal. Ja, dann weiß ich alles nicht, ey. Ich dachte, boah. Da muss ich mir auch vorher sagen, ey. Das wäre die Klaue. Wäre ich die ganze Zeit hier hinter WarioWare. Hinter WarioWare? Ja, dann wäre ich hinter Mario die ganze Zeit wäre. Da, was dann war. Die Zeitverschiebung. Verdammte Zeitumstellung. Aber oh, die Zeit verfliegt, ne? Ja. Drehe die Zeiger der Uhr, bis sie mit der Vorgabe beischimmt, wer dies zuerst einmal schafft. Oh ne. Doch. Komm, wir gehen ins Uhrenzimmer. Mal, es gibt einen Raum in Luigi's Mansion, der so heißt, da gibt's ein Uhrenzimmer. Na, ah, scheiße, ich drehe mich in die Richtung. Nein! Mal, dreh doch! Warum dreht er sich nicht? Nein! Hör auf damit! Nein! Darfst du nicht gewinnen? Das stand so nicht im Drehbuch. Nein! Sehr gut. Das stand so nicht im Drehbuch. Zeit verfliege. Was? 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 Ey. Oh, ich bin da zufällig da. Oh Gott. Wie langsam tut ein Mario drehen? Alter, dreh doch schneller. Ja, verarsch mich noch hier. Ich hab das gesehen. Fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, scheiße. Was? Oh Gott, wir gehen hier Entscheidung. Wer wird. Verdammt, falsche Richtung. Ja, der wird mal langsamer, was soll das? Dreh doch. Ja! Meins! Ich war doch am Drehen, ey. Was soll der Scheiß? Alter. Wer dreht denn nicht richtig? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Stirb. Oh, warte. Du bist schon tot, ja. Nein! Und jetzt. Und buh, schon wieder gestorben. Ey, weißt du was? Noch 4 Runden. Ja.
Du bist am Zug. Ah, toll, ich komme da nicht mehr hin, ne? Dreck. Hi. So ein Dreck, ne? Dreck. Oh, by the way, happy birthday. Der hat jetzt einen Stern. Alter, will mich verarschen. Wäre ich mal nach unten gegangen, ey. Ich dachte, er kriegt den ja schon direkt in der nächsten Runde. War spielt doch ja. Nicht eigentlich. Da fehlt mir. Ich glaube, sich mal Stern. Mario lässt sich zwar voll Zeit, aber trotzdem. Aber trotzdem. Er genießt das noch. Ja. Mario kommt jetzt hinterher. Der hat natürlich keine Münzen wieder. Der ist schon zweimal an dem vorbeigelaufen, glaube ich. Oh, ne. Die werden sich duellieren. Außer er hätte wieder zwei Einsen. Ja. Oh. Feuer, Mario. Erinnert mich jetzt gerade irgendwie an Mario Land 2 und 3. Da gibt es wirklich Feuer Mario. Na, dann können wir mal so ein bisschen talken. Wie geht's denn so? Ja, mir geht's gut, ich verliere gerade. Ah! Ja, das ist. Oh! Zeit für ein Duell! Ich spiele Yu-Gi-Oh! Und wir müssen nur zugucken. Ja. Na komm, hier, das ist das Duell Yugi gegen Kaiba. Ja. Kaiba hat aber ganz schön zugelegt. Ja. Stimmt, die waren ja auch in der Arena. Nein, auf alle Fälle. Dann mach mal. Yugi darf an. Guck mal. Wählen Sie bitte Ihre Karte. Ich nehme den Wiggler im Angriffsmodus. Greifen, rette der Lebenspunkte direkt an. Ich meine, das ist ja echt wie. Gib Schild einmal. Ich auch. Wenn die beiden Bots hier blocken. Ich spiele den Trump im Angriffsmodus. Ja, das kommt direkt an. Ach, er ist gerade zerdrückt worden. Nein. Ich spiele die Pinguin-Bande im Angriffsmodus. Damit haben wir wieder seine Lebenspunkte direkt anzugreifen. Das ist eigentlich auch nur Glück, ne? Ja. Hier, ich spiele den Pinguin im Angriffsmodus. Greif an! Episch. Ich spiele den Bob-Bomb im Angriffsmodus und damit bist du tot. Ja, es gab dann noch eine Dreier-Affen-Karte und eine Kettenhund-Karte. Die Kettenhund-Karte ist natürlich die beste Karte. Die tut bestimmt 1 abziehen. Nee, die Kettenhund-Karte zieht 12 Punkte ab. Na gut, dann zeig mal. Kein Stern. Ganze für 5 Münzen, ey. Aber es war ein Duell auf Leben und Tod. Und ich glaube, du hast es doch gemessen. Ja. Zeit für ein Duell. Ich habe meistens nicht gesehen, weil ich gegessen oder getrunken. Ja, wir müssen gegen die Bots kämpfen. Die Bots. Bist du bereit dafür? Na. Was haben wir denn hier? Mini-Frippe. Das mit den Füßen oder das, wo man wie Barbaren aufeinander eingeht. Wie Barbaren. Und die melden wir auf den Instant mit der Farbe deines Teams. Okay, ich werfe dir also ins blaue Team rein. Ja, wir müssen auch in die blaue rein. Was? Okay. Wir müssen in die blaue rein. Oh, Disco Underground Thema. Also denk dran, wir sind blau.
Geh weg. Piss dich mal. Piss dich. Nach dem Ball. Ja, nein. Hey. Ich will nicht treten. Da, da ist auch voll der Flummi. Piss dich, Mario. Piss dich, Mario. Hey. Nein. Tut direkt zwei Dinger. Alter. Alter. Ja, gewonnen. Oh, boah. Wir sind die Besten. Ich schwebe über den Boden. Das kannst du nicht. Du kannst nicht über den Boden schweben. Aber ich habe eine irrsinnig lange Zunge. Aber ich kann über den Boden schweben. Aber ich habe eine ekelhaft lange Zunge. Noch drei Runden. Gut, wo ist der Stern? Der ist immer noch da unten, ne? Also. Was haben wir denn? Alle sind so da unten. Alle sind so da unten, ihr Leben, chillen. Ja, wenn da Sprung. Nein, noch ein Duell machen. So, für ein Duell! So, sag ja nicht meinen Stern da ein, ja. Jetzt tut er jetzt hin. I got a star. Ja, du bist ein guter Junge, Mario. Oh, wo wird der nächste Stern sein? Ich hoffe, in meiner Nähe. Da ist er nicht, euer Ernst! Der ist in meiner Nähe. Der ist immer noch ganz unten. Und du bist ganz oben. Ja, aber ich bin näher dran. Weil oben ist näher an unten. Ach, Bitbombo. Nein, jetzt ist der näher dran. Nein. Ma. Ey, so weit hier weg, ey. Mit sie aufholen, oder was? Ach, das Feuer brennt so stark in mir. Geil. Wenn du an den herankommst. Ja. Zeit für ein Duell! Los, Mario, mach ihn platt. Ich wieder zuschauen, wie die zwei unwichtige Leute hier kloppen. Die Schnauze, ich bin wichtig. Okay, komm. Zeit mal. Darf ich den Teiler? Teil, ne? Mal. Nein. Okay. Hier, die Stange. I'm so gonna win this. So, ich tanze mal kurz vorm Bildschirm. Ne? Oh, der ist voll in Führung, ey. Der macht dich fertig, das sollst du sehen, ey. Wie der die Dinger hier einfüllt, ey. Das ist majestätisch. Was er den gesehen, ne? Wo der zwei in den Grünen reingepackt, den er nicht sollte. Und er hat die voll falsch einsondiert, egal. Was redest du da? Ich hab gewonnen! Seht ihr das? Der Daniel ist so ein ekliger! Ich habe eine neue Kraft entwickelt, damit kann ich das ganze Universum unterjochen! Ich habe Plasma erschaffen, jetzt kann ich Atombomben und so bauen. Atombomben und Plasma, das wäre... Oh! Ja genau, geh weg! Willst du mich verarschen? Ja. Du
Aber dafür bin ich, da bin ich wenigstens immer noch Zweiter. Die Entscheidung ist gefallen. Mario muss Buhu 2 Sterne geben. Her damit. Ich sag gut, ich hab gelacht. Ich verstehe schon, ich bin Zweiter. Was willst du? Ich hab 78 Münzen. Was willst du von mir? Ich hab 85 Münzen. Oder der 8-Bit Bonbon. Gut. Manchmal stehe ich dich auch in von deiner Nähe. Nee, nice. Ist ganz oben. Ja, ja. Ja, an der Spitze. Ja, das sammelt noch hier eben die Münzen ein. Mal eben Münzen einsammeln. Und noch ein Minispiel. Alle gegen alle. Was haben wir denn da? Oh mein Gott, ich bin sowas von bereit dafür. Manische Malerei. Ist das so wie Dingens hier von WarioWare? Jetzt das eine Ding, wo man so ausmeißeln musste. Nee, du musst den Form mit dem Pinsel in den Stein gemeißelten Form. Nein, und du musst A, sollst A gedrückt halten. Ja. Ist bereit zu malen? Ja, da ist deine Form. Das ist so ein Kreis, Mann. Da wird Mario gleich auf. Und guck mal da, wie du das sitzt. Oh. Wer, ich? Ja, da, guck mal, wie du da oben sitzt. Ja. War perfekt gezeichnet, ey. Die, die wissen nicht, was Formen sind hier. Ja, die sind nicht so wie bei WarioWare. Hier, die Stadt. Und hier, das Lenkrad. Oder hier, Samurai. Huh! Weißt du noch bei dem einen Samurai-Spiel, wo ich Prospekte austeilen musste? Ja. Wo ich da verkackt habe. Oh mein Gott, brennt das Feuer in dir? Joa. Also ich finde, das war eine sehr hohe Zahl. Was wolltest du damit bezwecken? Ich wollte einfach da unten hinkommen. Schnell wie möglich. Okidoki. Ja, du musst jetzt wieder den Stern neu kaufen, den du ihn abgezogen hast. Und jetzt ein Sprungfehler, ey. Jetzt so eine Sprungfehler. Ja, jetzt so eine Sprungfehler, ne? Hi. Hi. Na, wie geht's? Geht's gut da oben? Alles gut da oben? Ja. Na, planst du schon wieder? Scheiße! Was ist denn geplant? Ich wollte auf das Bowserfeld landen. Wieso das denn? Um den Stern zu verlegen. Ja. Shit. Verdammt. Jetzt, weil du davor stehst, kann ich jetzt keinen Duellbonbon einsetzen. Traust dich nicht gegen mich? Ich weiß, dass ich verliere, ey. Vielleicht verlierst du dann nur Münzen. Man kann es so wenigstens mal versuchen. Ne. Bist du eine kleine Pussy, ey. Ich bin keine Pussy, verdammt, ich bin der Klügere hier, deswegen mache ich das nicht. Ja, wieder gegen den Dicken. Nee, gehen wir mal wieder auf den Dicken, ey. Auf den Dicken. Das ist voll unfair, eigentlich. Das ist der schwächste Computer von denen. Wir sind die drei Starken und er ist der eine Schwache. Wir gehen hier voll auf den... Ich dachte, er ist aber das Turnier von Dragon Ball, ey.
Er ist ziemlich der Pflanzenmann unter uns. Ja. Oder der Yamshu unter uns. Ja, der kommt schon tot irgendwie in den Ring. Bewegen und springen. Okay, was müssen wir halt machen? Ja. Er macht das schon nicht chill irgendwo in der Ecke. Na, du wärst so ein richtiger Son Goku, ich wäre so ein richtiger Vegeta und wäre Mario wäre Piccolo. Ja. Und du wärst Piccolo, weil du grün bist. Ja. Das Mario wäre Vegeta und ich. Müssen wir aber machen, ausweichen? Ausweichen, ja. Wir müssen ausweichen und dürfen nicht vom Dach fallen. Geh weg! Alter! Geh auf den! Wir sind in einem Team, das weißt du. Er zielt bisher aber nur auf mich, jetzt hat er mal auf dich gezielt. Kannst du mal bitte aufhören, auf mir rumzuspringen? Stirb, Mario. Ich schmeiß den da runter. Doppelblech! Du bist runtergefallen. Ich wollte ihn da runterschmeißen. Du bist runtergefallen, wie eine kleine Schwuchtel. Ich wollte Mario vom Dach schmeißen, weil die Momente, in denen ich im Abgrund fallen musste, wegen dem. Ja, ah, genau. Da war ja was. Letzte Runde. Ich glaube, danach können wir noch einen Part machen. Ach komm, zumindest in der letzten Runde hättest du das machen können. Nee, nee. So richtig eklig. So richtig. Schau mir den Münzpokal. Nein! Wurf. Nein! Geh weg! Geh weg! Jetzt geh ich zum Stern. Ich weiß, geht nicht, aber. Ein Kanonenfass. Ein Flugzeug. Warte, ich bin doch direkt davor. Der Stern ist direkt vor mir, ey. Ich hab's nicht. Nur vor Mario. Eins. Oh. Immer noch zweiter, haha. Hier, trolla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 l
Also jetzt mal wirklich, du ziehst das jetzt gerade rund, ey. Das finde ich nicht nett von dir. So, jetzt mal ein Minispiel, das alles entscheiden wird natürlich. Wieder auf den Dicken. Schon wieder! Oder wir machen jetzt noch ein Kampfspiel. Nee. Auf ihn. Auf den Dicken! Und warum auf den Dicken? Keine Ahnung. Weil es verdient hat. Schnapp durch sein Fett. Oh. Skateboard, ja. Oh nee. Hier schon wieder. Drei Spieler versuchen, den vom vierten Spieler aktivierten Fallen auf diesem Skateboard-Parcours auszuweichen. So vor und zurück. So links und rechts. Ich verarschen. Links, rechts. Vor, zurück. Ich mache den Zeichen. Ich bin bei der Bahn. Oh, komm. Autsch. Du bist tot. Komm, ah. Oh, Mario, das hat geklappt. Geh doch einfach durch die Wände durch, Mann, ne? Ich habe mit dieser Form gewonnen. Dem Zeichner. Trotzdem die Münzen. Dann sagst du jetzt. Ist nix machen, aber trotzdem hat bekommen. Ja, weil du faul bist. Ich nenne es gerissen. Ja. Boah, ich frag mich, wer gewonnen hat. Ich auch! Finden wir es heraus! Yeah! Könnte jeder sein. Ja. Auch das schönste Spiel muss einmal ein Ende haben. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ihr das Spiel eigentlich noch alle heil überstanden habt. Ein beachtlicher Zug und so viele Punkte verträgt nicht jeder. Also Zähneputzen nicht vergessen, das war ein mächtiger Berg von Mons, der da vernichtet wurde. Wollt mich eigentlich die meine Ohren tun schon liegen in vielen Gerede. Ja, keine Ohren. Ohren, was für Ohren. Aber du hast recht. Jawohl, Zeit für die Ergebnisse. Ha! So ist es, der Gewinner steht noch nicht fest. Es werden die Bonussterne verteilt. Ich verarschen. Bis eben hat die Sterne nachgehört, aber die Bonussterne kommen zu euch. Sie werden zu euren Sternen addiert. Juhu, es geht los. Jetzt kann die Bonusstellen gehen. Gleich drei davon. Yeah. Welcher Bonusstern wird wohl zuerst auftauchen? Der eigene Stern. Blenden! Dieser Bonusstern geht an den Spieler, der auf den meisten Ereignisfällen gelandet ist. Und dann unser eigener Stern geht an. Moment, zwei Spieler sind gleich auf. Wir bekommen beide einen eigenen Stern. Juhu und Wario, du bekommst beide einen Stern. Yeah, baby. Und nun zum zweiten Bonusstern. Welcher mag es wohl sein? Der Wunderstern glänzend. Dieser Bonusstern. Sam Mario gehen eigentlich. Ja, der die beiden Stäbe zurückgelegt. Unser geht an. Wario. Boah, der holt sich nur ein. Jetzt bin ich nicht mal Zweiter. Nee. Und der letzte Bonusstern ist. Der Pechstern. Brillant! Dieser Bonusstern geht an den Spieler, der die meisten roten Felder besucht hat, und er geht an Wario. Mein Gott. Ja, der holt hier noch einen. Pass auf. Ich glaube, er hat dich eingeholt. Ja, mich hat er schon lange eingeholt. Er ist 5 Sterne oder irgendwie sowas, glaube ich. Okay, bekannt, wer gewonnen hat. Wer hat gewonnen? Wer hat dieses Spiel für sich entschieden? Wario. Ich frage mich, wer jetzt da kommt, ey. Ist alles offen. Wow. Yeah, buhu, was für ein Triumph. Yay! Yeah. Vielen Dank. Okay, 8 Sterne, er hat 5. Und keine Münzen. Und Mario hat nur ein. So sehen Sieger aus. Na, dann meint ja alles. Münzen, Gesamtzahl Münzen aus Medien spielen, ja. Du hättest einen Rabattstern kriegen können. Rabatt? Achso. Gegessene Bonbons. Ja, aber wenigstens eigentlich so, mein Gott.
Und ich habe die wenigsten. Boah, ich war dicht hinter dem. Ja, ich wollte schon sagen, ich dachte, ich wäre jetzt am wenigsten weitergelaufen. Na, dann mal noch. Blauen Feld. Wohlfeld. Ereignisfeld. Glücksfeld. Gab's halt überhaupt? Ja, eins. Decayfeld. Und Bowserfeld. Und hier ist einfach noch Ende. Okay. Ja gut, das ist dann was für Donkey Kongs Toten Thron. Ich habe gewonnen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf Goombas Südseesteg. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.